Erteile ich das Wort dem Kollegen Albert Dünn. Verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie jedes Mal, so am Schluss der Saison, halte ich immer das letzte Wort. Ich weiß gar nicht, warum das, wie das kommt. Scheint so gewollt zu sein. Also zum ersten Mal. Kollege, das letzte Wort habe immer noch ich. Naja, als Redner. Was ich nur gesagt habe. Also erstmal zu den Fehlern in dem Antrag, der natürlich auch eine gewisse Verzweiflung der Gastronomie und der ganzen Läden aufzeigt, was alles aufmachen möchte. Ja, ich verstehe die Gastronomie, ich verstehe die Zulieferanten, ich gehe sogar noch weiter, ich gehe bis zu den Blumenverkäufer, der abends durch die Restaurants zieht, die Zeitungsverkäufer, die sich auch freuen über gewisse Einnahmen. Alles das ist eine Katastrophe. Aber die Zuverlässigkeit der Politik muss besser werden. Das heißt, einen fixen Termin zu fordern, den 11.01. zu garantieren, dass alles wieder aufhört, ist Quatsch. Wir müssen endlich uns darauf beschränken, Aussagen zu treffen, die auch wirklich belegbar sind. Sonst müssen wir anfangen wie in der Wirtschaft, wo wir Konventionalstrafe zahlen müssen, weil wir es nicht einhalten. Wir können nicht die ganze Zeit irgendwas den Leuten erzählen, die Hoffnung siegt, sondern wir müssen tatsächlich langsam abwarten. Die Aussage, dass wir eine Perspektive geben wollen, darüber sind wir uns doch alle einig. Darüber haben wir alle schon gesprochen, vielfach. Alle haben wir unsere Vorschläge gemacht, und zwar gute Vorschläge von allen Seiten. Warum jetzt zum 11.01. festnageln, wo wir heute überhaupt noch nicht wissen, wie sich das Ganze entwickelt? Wenn wir dem Antrag zustimmen würden, wären wir alle dafür verantwortlich, dass noch mehr Menschen wahrscheinlich in Armut verenden, ihr letztes Geld raushauen, weil sie sagen würden, am 11.01. geht es ja wieder los. Das wissen wir nicht. Wir wollen daran arbeiten, alle gemeinsam, und das bitte ohne gegenseitige Beleidigung, ohne Populismus. Wir wollen daran arbeiten, dass es möglichst schnell wieder aufwärts geht. Die große Hoffnung wird sein, dass wir nächstes Jahr irgendwann anfangen zu impfen. Jetzt glauben ja die Leute schon, wenn sie dann geimpft sind, dann können sie einfach so rumlaufen. Deswegen können sie trotzdem noch infizieren, andere. Das ist ja das große Problem. Übertrager sein. Auf alle Fälle, ich möchte vernünftige Politik. Natürlich wird es immer Unterschiede geben. Wie macht man etwas? Tendiert man mehr in die Richtung des Sozialen, mehr in die Richtung des Wirtschaftlichen? Wichtig ist, wir müssen verlässlich sein. Es hat keinen Sinn, wenn wir hier den Leuten alles Mögliche versprechen und können es nicht einhalten. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten. Wir lehnen den Antrag ab. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor, und damit ist die Aussprache geschlossen und wir kommen zur Abstimmung. Wer dem Dringlichkeitsantrag der AfD-Fraktion auf der